Es geht schon wieder los. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Grand Prix 4. Der große Preis von Deutschland steht an. 11 Rennen gefahren, seht ihr hier schon. Weltmeisterschaftsstand 50 Punkte für Wawrik vor Coulthard, Danne Beisler, Alesi Hill und auf Platz 6 der Kenny und der ist auch mit mir in der Konferenz. Ganz genau, bei dem sieht die Meisterschaft aktuell etwas anders aus. Alesi mit 52 Punkten auf der 1, vor Schumacher mit 51 Punkten auf der 2, Menzel 26 auf der 3, Hill 25 Punkte auf der 4, Wawrik mit 21 Punkten auf der 5 und Kenny mit 17 Punkten auf der 6. Okay, überall auf Platz 6 dabei. Das heißt, du könntest den Valvo überholen? Rein rechnerisch ja. Nein. Ja, nein. Das Nein war jetzt mal meine grobe Einschätzung der Situation. Wenn ich die letzten beiden Rennen rekapitulieren oder an mir vorbeigehen lasse, sind sie an mir vorbeigegangen, beziehungsweise geflogen zum Teil. Und ich rechne nicht allzu viel aus. Oh. Ja, liebe Leute, Valve und ich haben uns ein paar Setups organisiert, damit wir nicht bei 260 auf der langen Geraden hängen bleiben oder auf der langgezogenen Rechtskurve. David Coulthard hier im Williams. Fliegt er da gerade über eine Schikane hinweg? Warum nicht? Ich habe Hill, der gerade gewinnt. Ich finde, der Startbildschirm spricht eindeutig für uns, oder? Du fliegst irgendwo hinweg und ich gewinne einfach. Lustig. Nicht. So. Schau. Ab geht's. Eine ordentliche Runde hinkriegen können. Ab geht die wilde Fahrt. Was die Geschwindigkeit hier erreicht. Sieht schon mal gut aus, also wir kommen auf jeden Fall mal über die 300. Im schönen Wald hier. Im siebten Gang. Alter. Hatte ich damals schon so viel? Ich glaube nicht. Nice. Die hätte ich von Anfang an reinladen sollen. Würde gerade sagen, dann hätten wir nicht zumindest nicht mal das Tempoproblem gehabt. 260 und aus. Mehr gibt's da nicht. Ja, kein Speedlimiter. Das ist schon viel besser als in Hockenheim noch letztes Jahr in Grand Prix 2. Da klang das Ganze ein bisschen anders. Bisschen. Wie sieht's bei dir aus? Rennerfahrung, Hockenheim? Ja, gut. Gut, mag ich gerne die Strecke. Okay. Gefällt mir sehr gut. Vor allem eben die alte Variante, die wir hier noch fahren. Seht's schon durch den ganzen Wald da durch. Zählte irgendwie so die Mitte der Saison, so zählte irgendwie nicht unbedingt zu meinen Lieblingen, beziehungsweise zu den Kursen, an die ich mich gerne erinnere oder die ich auch großartig lange gefahren bin. Ich glaube, die längste Erfahrung hatten wir jetzt letzte Woche in Race Injection. Sind wir hierauf auch schon gefahren. Also Deutschland gefällt dir nicht so gut? Nicht wirklich. Okay. Da ist mir dein Nürburgring lieber. Ah, ich will mal nichts sagen dagegen. Hatte ich kein schlechtes Rennen. Ja, Race Injection, da sagst du was. Da muss ich mich jetzt gerade ein bisschen umstellen, weil als wir das gefahren sind, hat der Joker die Flaggenregeln ausgeschalten. Ach ja. Das heißt, man könnte beliebig gerne über die erste Schikane drüber brettern. Und da muss man sich jetzt schön beherrschen. Alle haben sich gewundert, dass Kenny so eine mega Zeit gefahren ist. Aber dann hat natürlich die Ehrlichkeit gesiegt und ja. Ich habe mein Geheimnis leider gelüftet. Joker hatte sich gleich gefreut über eine 2.11er Zeit oder irgend sowas und dann kamst du so unter 2 Minuten so, what? 1.51 oder so, ich glaube, unterwegs. Ja. Wohlgemerkt in WTCC-Autos, also. In Minis. Eine etwas langsamere Variante der Rennwagen. Ich muss sagen, bisher hatte ich noch keinen Ausritt, das wundert mich gerade ein bisschen, um nicht zu sagen, dass es mich etwas verstört. Ich kann mich da jetzt noch so genau erinnern, hier, wie ich da gerade auf einem langen Waldstrecken teil bin an Grand Prix 2 letzte Saison, wo sie mich alle da überholt haben. Alle reingepirscht. Oh ja.
Welcher hier im Speedlimiter? 190! Links, rechts, alles irgendwie versucht abzuwehren. Ja. Du hast dich noch ganz gut geschlagen. Oh Mann. Schauen wir so, jetzt. Startet Ziel. Gucken wir mal. Eine 1,52,845. Nachbar, hör auf zu klopfen, du Idiot. Ich bin in der Aufnahme! Ich fahre auch gerade Formel 1. Schauen wir mal, was erreichen wir so? 305, 306. Also ich behalte mal meine Zeit so für mich. Wieso, was hast du hingelegt? 1,49. Du kannst mich doch am Arsch lenken. Du wolltest es wissen. Hätte ich dir mal nichts gesagt, weißt du? Ich wollte sowieso Setups machen, aber... Ja. Ja, ich hätte nur einfach das... die Dings runtergesetzt. Die Flügel. Ja. Aber das ist natürlich noch um einiges besser, glaube ich. 1,49, ey. Danke, Kenny. Schreib einfach. Gelb. Wer schmeißt denn da weg von mir? Oh, ich schmeiß das nach ihm weg. Gelb, da steht da der Chasers. Ui. Hat schön Abrissbirne gespielt. Bam, Motodrom. Da ist das Rad weg. Ich glaube, wir denken gerade beide an dasselbe. 1,51,234. Ah, das habe ich nicht gedacht. Was hast du denn gedacht? Ja, wir hatten einen schweren Unfall in der Formel 1. Ach so, ja. Der ist doch ein bisschen arg heftig gewesen. Momentan weiß man noch nichts darüber. Mhm. Und ja, die Fotos, die so nach und nach ans Licht kommen und die Stimmen, die man zu dem Unfall hört, besonders von Adrian Sutil, waren doch schon sehr bedrückend oder ja. Ich würde schon fast sagen, irgendwie erschreckend. Weil, naja, am Anfang war es ja so, sei wir nach einem normalen Rennunfall von Sutil aus. Das Übliche. Normal hieß es dann Safety Car und so weiter. Dann fuhr mit dem Safety Car das Medical Car raus und keiner wusste, was da los ist. Weil Sutil auch aus dem Auto gestiegen ist und so weiter und so fort. Und dann wurde er spekuliert, ob da eventuell ein Marshall getroffen wurde oder beim Abschleppen eventuell irgendwas abgekriegt hat. Und dann hieß es auch einmal, dass Jim Bianchi da auch wohl in den Bagger reingefahren ist. Beziehungsweise es war erst nicht bekannt, sondern es hieß nur, dass Bianchi wohl etwa in derselben Ecke abgeflogen ist. Und so nach und nach trudeln dann die Gerüchte oder die Tatsachen an sich, dass er wohl in den Bagger gekracht ist. Oder die in den Abschleppkran. Und die Bilder, die gemacht worden sind von den... ja, von der Fenster neben. Und die Bilder, die ja zutage kommen, puh, also. Erinnert stark an die Maria Deviotta. Weiß nicht, hast du den Unfall damals gesehen oder hast du Bilder davon gesehen? Wo sie das Auge verloren hat? Genau. Nee. Da ist sie auch irgendwie unter einem Mannschafts- oder Team-LKW ist sie, glaube ich, drunter gefahren. Uha. War das nicht sogar auch immer Russia da letztes Jahr? Weiß ich, ja, ich glaube, die war in Marussia. Zumindest hat mich das irgendwie recht stark daran erinnert, keine Ahnung. Naja, puh. Zumindest ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran nur denke, ey. Also wir nehmen es gerade auf am Sonntag, das Rennen und Qualifying um 12 Uhr herum. Der ganze Mist ist leider noch recht frisch und ohne großartig viele Informationen. Hoffen wir einfach mal das Beste. Mhm. 25 Jahre ist er. Jung. Der Franzose. Schön. So, schauen wir mal. Zwischenstand aktuell. Okay, ich nehme inzwischen die Gegnern eine Sekunde ab. Also ich habe eine 1,51,2. Schumacher 1,52,3. Boah, Alter, die fahren so langsam auf der Geraden. Diesmal ist das Spiel ein anderes. Diesmal, bam, läuft's anders. Okay, bisschen früher bremsen, wenn jemand vor einem ist. Gut, check. Danke für die Baldi. Schau, vielleicht können wir diesmal im Rennen mithalten auf die Distanz gesehen. Ui, schön weggelötet. Oh, da glüht die Bremse.
Das habe ich auch noch nie gesehen. Geil. Das Rad weggeschossen und man sieht doch die Bremsscheibe nachglühen. Okay. Schön. Von dir oder von... Vom Fittipaldi. Die haben echt doch viel Wert gelegt bei dem Mod. Achten Sie auf Verschmutzungen der Fahrbahn, der war gut. Ein sehr langsamer Minardi. Ja, wer macht denn sowas? Wer verschmutzt denn die Fahrbahn? Echt, Valvo? Es gibt so viel Abfallbehälter daneben. Bitte stecken Sie die Frontflügel nicht zum Plastik. Benutzen Sie dafür die Carbonbox. Na Mika, ich hab wohl ein bisschen ein anderes Setup als du, hä? Tja, so läuft das halt heutzutage. Von wegen Informationen teilen und Setups herteilen und sowas. Nee, 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 nee. Jeder sich selbst am nächsten. Tschüss, Mika. Ich hab's fast verplant, ins Motordrom reinzubremsen. Die Wahl war, glaube ich, gar nicht ganz so schlecht. Noch das Race Insection gewöhnt. Ja. Ich habe tatsächlich schon überlegt, das Lenkrad anzuschließen. Mal zu gucken, was da so geht. Okay. Aber ich meine, ich habe keine Rennsocken, keine Rennhandschuhe, also kann ich ja nicht machen. Das ist nicht das richtige Feeling. Grüße an den Beißler. Genau, Grüße. Aber ich könnte meinen Footballhelm aufsetzen, ne? Wenigstens so das Gefühl vom Kopf her zumindest. Mhm. Das tut dir noch nicht so weh, wenn du die Fresse schlägst. Lustig. Das war einmal, das ist schon schlecht. Ewig her. Wer gondelt da vor mir rum? Hoch zur Penisspitze. Nein! Uiuiui, hui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 . Ein bisschen übersteuern. Mach Platz da vorne. Auf einer schnellen Zeit, Blandell. Oh, ich kann ein bisschen durchschalten, aber irgendwie habe ich das nicht so ganz koordiniert gekriegt. Sorry dafür, liebe Leute. Ich versuche jetzt mal auf die schnelle Runde zu gehen, mal gucken, was dabei rumkommt. Die erste Kurve war schon nicht so toll. Bloß ausgeschmissen, oder was? Die letzten 20 Sekunden, ich glaube, so schnell werde ich nicht mehr durchs Motodrom fliegen können. Wohl, versuchen wir es mal. Au, okay, nein. Geflogen schon? Schnell nicht. Ja. Goodbye, my friend. Erster Platz. Die Qualifikation ist beendet. Kenny, Schumacher, Hill, Menzel, Herbert und Verstappen. GEZ. Schon gezahlt? Ja, ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Oh, ei, ei, ei. Okay. Wir haben ein Konzert von sich. Liebe Leute, dann... 3, 2, wow! Okay, Alter, 2 Sekunden vor Start und also vor Flagge gehe ich über Start und Ziel. Das sehe ich noch eine Runde fahren. Ja. Da ist okay. Wieder ein Geschneider. Das wird lustig werden. Liebe Leute, ich sag bei mir einfach schon mal vielen Dank fürs Zuschauen an diesem goldenen Donnerstag. Ich würde sagen, bis zum Rennsonntag werden wir von dem ersten Platz aus ins Rennen gehen. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Fahr du deine Runde zu Ende. Goldener Donnerstag. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das überkam mich gerade so, der philosophische Ansatz. Spacko-Ansatz. Ja. Yep. So. Bin ich jetzt das einzige Auto, endlich mal? Das wäre geil. Nicht wieder Verkehr hab. Nein, schön und gut, aber dann außerhalb vom Auto. Na, Rüdel, Rüdel, Rüdel. Jetzt geht's ins Motodrom. 6/10 Vorsprung, aber ich bin ein bisschen rausgerödelt. Gucken, ob ich das noch krieg. Ich muss extrem im Übersteuern aufpassen dann. Und Vollstoff. 46, 47, 48, 1, 48, 6, yeah! Huhu! Bam! Nice! Da bleibt nicht mehr viel über vom Auto. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann
zum Rennen am Sonntag mit dem Caddy. Jawohl. Jawohl. Und tschüss. Bis dann, liebe Leute. Ciao. Wie stelle ich das eigentlich fürs Rennen ein, das Setup? Ist das nicht bei Änderung letzte Sekunde?